Die gute Nachricht, wir sind im Weltraum. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Sitz, Traum ist Erfüllung gegangen. Die schlechte Nachricht ist, wir rauschen direkt in einen Meteor und werden sterben. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Wir werden sehen, was wir machen. Hey Cloud. Wenn du die Materie willst, musst du hier entlang. Achso. Stimmt, der war ja hier. So, die große Materia. Ja, die geht es jetzt hier rauszuholen. Und jetzt wird's lustig. Wir haben endlich die große Materia gefunden. So, und jetzt, da ist sie. Und das ist jetzt ein kleines Minispielchen, ja? Es ist so aufgebaut, dass die Verriegelung geöffnet wird, wenn wir den Zugangscode in diesem Steuerpult eingeben. Genau, und da muss man jetzt aufpassen. Das ist Steuerpult. Eingabe versuchen? Ja. Zugangscode eingeben. Genau. Und an der Stelle, müssen wir jetzt einen Zugangscode raten. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Eigentlich muss ein Countdown kommen, glaube ich. Gut, vielleicht ist auch egal. Und zwar muss man den jetzt raten. Man hat nur die vier Tasten X, Viereck, Kreis, Dreieck. Und man muss tatsächlich raten. Eine Vierer-Kombination. Und wenn man das jetzt beim ersten Mal löst, dann dürfte man, glaube ich, einen kleinen Bonus kriegen, wenn ich mich nicht täusche. Oder zumindest eine Bonus-Textbox. Ja, und natürlich weiß ich den Code schon auswendig. Und zwar ist dieser. Achso, okay. Hey Cloud, du weißt, wie das funktioniert, oder? Wenn die Meldung erscheint, Zugangscode eingeben. Okay, Abbruchmenü oder Wechseln drücken. Wenn du den richtigen Code eingibst, öffnet sich der Riegel und du bekommst die große Materia. In welche Reihenfolge soll ich den Code eingeben? Ich weiß nicht, versuch's einfach nach dem Zufallsprinzip. Okay. So, und zwar ist der Code... Kreis. Viereck. X. Und nochmal X. Zugangscode bestätigt. Benutzer ist zugangsberechtigt. Entriegelt. Wow, nicht schlecht. Du hast den Zugangscode beim ersten Mal gefunden. Du musst den Code gekannt haben, ansonsten ist das unmöglich. Geil. Richtig schön so. Ah, du hast im Internet geguckt, wa? Schlüssel bei große Materia. Okay, dann gibt's keinen Bonus. Aber auf jeden Fall zumindest so eine kleine lustige Textbox, ne? Ist ja auch nicht verwerflich. So, damit haben wir jetzt alle vier großen Materias. Oh mein Gott, ist das schön. So, jetzt müssen wir nur noch sehen, wie wir hier wieder wegkommen, ne? Das ist natürlich hier die Sache. Alle Sachen, und wir werden jetzt einfach mal hier unten reinschauen, ja? Denn unser Sid hat ja etwas Spezielles für solche Fälle vorbereitet, richtig? Oh, verdammt, mein Bein steckt in den Trümmern fest. Sid? Ich schaff das nicht alleine. Kümmer dich nicht um mich. Los, schnell, verschwinde. Wenn du dich nicht beeilst, wird die Rakete in den Meteor hineinkrachen. Ich kann meine Freunde nicht zurücklassen. Arsch, du hast keine Zeit, dich um andere zu kümmern. Ich werde tun, was ich kann. Du bist bescheuert. Du bist wirklich absolut bescheuert. Tank 8 ist explodiert. Tank 8 hat also wirklich nicht richtig funktioniert. She-Ra, du hast recht gehabt. Aber mit mir ist es aus. Sag das nicht, Sid. Hey, She-Ra. Ich bin hinterhergekommen. Ich will euch helfen. Du blöde Schlampe. Keine Ahnung, ob ich das sagen darf. Tut mir leid. Zum Not mich in den Bus geht's hier entlang. Beeil dich. Okay. Oh mein Gott, war schneller als She-Ra. Schnell, ich werde den Notmechanismus ausklinken. Hey She-Ra, fliegt diese Kiste auch wirklich? Boah, tut mir leid. Ich denke schon, ich habe ihn überprüft. Da bin ich erleichtert. Danke. So. Das ist also der Weltraum. Mann, das ist wirklich wahr. Ich bin hier im Weltraum. Bis dann, Shinra 26.
Der Plan von Rufus war ein Reinfall. Was für eine Pleite. Ich hoffe, das würde klappen. Ja, das ist blöd, wenn wir ihre Materie rausnehmen, ne? Wir haben es ihnen so schwer wie möglich gemacht. Aber es ging nicht anders. Ob das ein Fehler war? Das beunruhigt dich, stimmt's? Mach dir keinen Kopf. Denk lieber nach. Hey, die Frau hat recht. Du machst dir zu viel die Sorgen. Alles bricht zusammen und wird nur noch schlimmer. Klingt sehr optimistisch. Hast du eine Idee? Ich habe über vieles nachgedacht, als ich von da oben den Planeten betrachtete. Sogar dann, als wir im Meer in der Rettungskapsel trieben. Ich habe auch nachgedacht über das All, den Planeten, den Ozean. So groß und so weit, wohin ich auch gehe, was ich auch tue, ändern wird das nichts. Vielleicht hast du recht. Aber dann hatte ich einen Gedanken. Ich dachte immer, dieser Planet sei so riesig. Aber aus dem All sah ich, wie klein er ist. Ganz allein in der Finsternis und so hilflos. Und im Inneren Sephiroth, der wie eine Krankheit an ihm nagt. Ich meine, dieser Planet ist wie ein Kind. Ein Kind, krank und ängstlich und so verloren im All. Jemand muss ihn beschützen. Dieser jemand, das sind wir. Sid, das ist wundervoll. Ja, Sid, sogar ich hab's kapiert. Was tun wir jetzt? Wie können wir den Planeten vor dem Meteor beschützen? Darüber denke ich immer noch nach. Aber so, egal, wir schaffen das schon. Hä? Hast du das gehört? Ein Schrei des Meteors oder des Planeten? Einmal im Kreis geredet, habt ihr es gesehen? Hey, wie können wir denn wissen, dass es wirklich der Schrei des Planeten ist? Habt ihr denn vergessen? Bugenhagen hat es uns erklärt. Bugenhagen? Besuchen wir Opa. Auf nach Cosmo Canyon. Er kann uns sicher etwas sagen, das uns weiterhilft. Na, wenn du meinst. Genau! Das ist nämlich unser nächstes Ziel. Aber da wollen wir noch nicht hin. Denn sobald wir dort hingehen, triggern wir was. Beziehungsweise... Naja, noch nicht ganz. Aber, naja. Wir wollen erstmal ein paar andere Sachen erledigen. Azubi-Piloten, Level 10 schon. Laufen wir los? Ja. Natürlich. So, und zwar werden wir jetzt... Ne, ich wage es jetzt einfach nochmal. Ich gehe jetzt nach Wutai und werde Godo endlich plätten, ja? Der dumme Wichser kann mich mal am Arsch lenken. Mann, ey, was echt? Ich habe das früher geschafft. Ich bin echt... Okay, vielleicht war ich damals einfach höher gelevelt. Aber ich war wirklich der Meinung, dass ich das früher geschafft habe. Naja, dann gucken wir mal. Dann gebe ich auf jeden Fall ihr jetzt mal. Gebe ich ihm auf jeden Fall was anderes. Keine Ahnung. Ring des Fluches. Was macht das? Das will ich eigentlich mal wissen gerne. Naja, auf jeden Fall gebe ich jetzt auf jeden Fall das Schmuckband. Das ist natürlich klug. Denn ich bin ja auch ein kluger Mensch, ne? Das wisst ihr ja alle. Habe ich irgendwie was Cooles hier? Zwangsreif. Ja, komm. Ist okay, denke ich. Weil mir geht es ja auch nicht um Materie jetzt, sondern wirklich um Kraft, die ich habe. Dann entferne ich auf jeden Fall mal alle extra HP-Dinger, denke ich. Und gebe das jetzt mal ihr. Generell leere ich sie erstmal. Dann gebe ich ihr... Tauschen. Habe ich eigentlich noch? Warte mal. Ah, es zittert noch welche drin. So, und zwar, ne? Hier, guck mal, da können wir uns jetzt mal alle Materie angucken, die wir bisher haben. Das sind, geht so, viele. Ein paar kommen noch. Gebe ich hier alle mit Genesung bitte. Denn die soll sich auch heilen können, ne? In der Theorie, ich denke, ich werde jetzt einfach nur noch raufkloppen. Von daher. Weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch unbedingt mehr brauche. also natürlich hier. Warte mal. Extra AP, extra AP, extra AP. Also 3500 Leben. Extra MP auch noch. Dann kann sie nicht mehr heilen. Zauber plus. Lux plus. Dann gebe ich ihr nochmal, komm, dann gebe ich ihr einen Gegenangriff und noch einen Fernangriff. Dann kann ich sie in die hintere Reihe stellen. Den Multi-Angriff auf jeden Fall, dann kann ich ihm nicht gleich zweimal ballern. Dann gebe ich nochmal Feintechnik, damit sie was Geiles machen kann. Und dann...
Weiß ich gar nicht. Das kann ja noch ganz cool sein. Schutz bringt mir nichts. Ja. Irgendwas, was meine Leben erhöht oder so. Vitalität plus ein. Na gut, dann. So, dann gucken wir mal. Also, ein Zelt. Soll ich mein Zelt verschwinden? Haben wir auch noch ein Zelt? Ja. Nee, das lohnt sich nicht. Gebe ich jetzt einfach so was. Ein Äther. Ich habe nur einen High-Trunk. Das ist echt ein bisschen peinlich. Und noch Heilung. Ja, komm. Hat's jetzt nicht. Ich sehe jetzt nicht ganz voll, aber ist ja auch nicht egal. So, speichern. Auf Spielstern 3. Auf dem Slot hier, ne? Richtig. Und dann wird er jetzt platt gemacht. Ein für alle Male. Und dann war es auf jeden Fall auch beim Anfang mit den, stimmt, wo ich es gerade sehe. Oh, muss ich jetzt unbedingt mit anfangen? Da kann ich jetzt eigentlich schon mal mit anfangen, denke ich. Beziehungsweise, ja doch, kann ich eigentlich. Und zwar mit der Schildkrötenparadies-Sidequest. Bei Bald müssen wir nach Midgar und dann geht es nochmal. Stimmt! Ha! Ich habe was vergessen. In Midgar, wir sind nach Midgar zurückgekehrt. Da hätte ich mir noch was angucken müssen. Stimmt! Na gut, das können wir auch später noch machen, ist kein Problem. Ja gut, das werde ich, denke ich, bald mal in einem Part machen. Ich glaube, warte mal, ich bin gerade am Überlegen. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Wann und wie. Guter Plan. Guter Plan, Leon. So, Godo, du Wichser. Ich muss jetzt nochmal alle plannen. Das dürfte eigentlich nicht der Fall sein, ne? Nicht so von wegen, dass es in der Zeit alles resettet wurde. Nein. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Achso, doch, warte, ich habe was vergessen, nämlich es in die hintere Reihe zu tun. Dim, 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 dim. Eigentlich hätte ich immer einen Hyper geben, obwohl braucht sie nicht. Wie viel. Oh, hat schon ein bisschen Limit. Die ist immer noch Limitstufe 1, ne? Klappt schon. So, Godo. Du Wichser. Diesmal zeige ich es dir, du alter Dösbattle. Ja, ja, kennen wir alle schon den Text, glaube ich. Los, greif mich an, du geile Sau. Ich hoffe, meine Leben reichen jetzt endlich mal. Aber damit hatte ich gerade mal 1000, glaube ich, ne? So, nicht übermütig werden. Lass mal gucken, wie viel Schaden man macht. Man macht, glaube ich, nicht viel, ne? Ne. Dann kann ich eigentlich mal... Komm, ich mache mal Mega-Abwehr. Dann ist meine Schaltleiste auch wieder schön schnell gefüllt. Dem, dem. So, wenn er jetzt irgendwie nach 2 Hits stirbt, ne? Dann weine ich aber. Trine. Geil. Macht ja gar nichts. So, zweimal Schlag. Bam. Und nochmal. Ja. Genau so sieht's aus. Der hat ja gar nichts aus. Hä? Ich habe doch damals bestimmt so viel Schaden gemacht, oder? Über die ganzen Kämpfe verteilt. Oh Mann, ey. Peinlich. Zorn der Götter. Oh mein Gott. Jetzt haben wir endlich die langwierige Cutscene, die wir uns so lange erwartet haben. Für dein Alter nicht schlecht. Du bist auch besser geworden. So in etwa. Was soll das sein? Ganz komisch. Es ist Zeit, dass ich dir das gebe, Jaffi. Das ist die Leviathan-Materia. Nimm sie. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Materia Leviathan. Oh Gott, wie habe ich immer gesprochen? Aber laut Godo, die Leviathan-Materie darf nur der erhalten, der über die Pagode herrscht. So ist es Brauch. Brauch, brauch, brauch. Ich kann es nicht mehr hören. So ein Schwachsinn. Da triggert's immer was, ey. Ruhe, Jaffi. Und was mit euch anderen? Mit euch all eurer Macht? Findet ihr das gut, zu diesem Turm eingefecht zu sein? Jaffi. Du auch, Vater. Nachdem du den Krieg verloren hast, hast du Wutheil zu dem gemacht, was es heute ist. Was willst du damit sagen? Ich glaube, es war die Frau, ich weiß nicht mehr. Du hast Wutheil in einen stupiden Kurort verwandelt, der sich Touristen anbiedert. Wie soll das noch enden? Da Chao-Statue und die Leviathan sind beschämt.
Sie ist ein Kind. Was sagst du? Jaffi, verzeih mir. Es ist alles meine Schuld. Was sagst du da, Lord Gogo? Hat er gerade Gogo gesagt? Stand er gerade Gogo? Gogo, Alter. Der verlorene Krieg, das Wut er jetzt wie ein Kurort ist. An allem bin ich schuld. Lord Gogo! Ruhe. Jaffi, ich bin immer noch der, der ich vor dem Krieg war. Aber nachdem der Krieg verloren war, dachte ich nach. Ist Stärke nur da, um den Feind zu besiegen oder vor anderen anzugeben? Gewalt erzeugt Gewalt, genauso wie Shinra. Ich weiß, dass du nach Materia suchst, um Wutai zu helfen. Aber auch ich verberge meine Stärke nur, weil es gut für Wutai ist. Und jetzt begreife ich, dass beides nötig ist. Stärke ohne Zielstrebigkeit ist wertlos. Und Zielstrebigkeit ohne Stärke ebenfalls. Lord Gogo. Ihr da, bitte nehmt Jaffi mit. Ich merke, dass ihr alle sowohl Stärke als auch Zielstrebigkeit besitzt. Ja, da haben wir schon längst mitgenommen. Macht euch keine Sorgen und überlasst den Rest dem alten Cid. Mir ist es eigentlich gleich. Das Fass klaut gut zusammen. Geh, Jaffi. Für die Ehre Wutais. Vater? Ich kümmere mich bis zu deiner Rückkehr um die 5 heiligen Götter. Geh und komm lebend zurück. Klar doch. Und alle gehen sie im Gleichschritt raus. So. Und wir werden dann gleich nochmal ganz schnell was erledigen. Ja, auch wenn die Folge schon fast vorbei ist. Ganz schnell können wir noch was machen. Jaffi, warte mal. Wenn der Kampf vorbei ist, glaubst du, dass sie dann die Materie, die sie haben, noch brauchen? Vater! Geh, kämpf bis zum Ende und komm zurück mit der Materie. Hehehe, darauf kannst du wetten. Ach ja, alte Gewohnheiten wird man wohl nicht los. Geil. Okay, wir haben es endlich. Oh mein Gott, so, ich weiß gar nicht, ich glaube, es kann sogar sein, dass wir jetzt nochmal kämpfen können. So in der Theorie und so. Oh Gott, ey, dass ich das damals nicht geschafft habe. Das wäre natürlich rein storytechnisch viel klüger gewesen, so das damals schon zu schaffen. Dann hätte ich damals schon dieses Item gehabt, was ich zwar im Endeffekt noch gar nicht brauche. Aber ich hätte es schon und so, und dann wäre das alles viel cooler, so von wegen, ne? Yeah, jetzt könnt ihr sie mitnehmen und so, und warum laufe ich da rein? Aber naja, was soll's. Also, gut, dann werden wir noch ganz schnell was erledigen hier in Wutai. Und dann ist Wutai, oder dann dürfte Wutai auch soweit abgeschlossen sein. Nee, nicht ganz. Eine Sache kommt da noch. Und zwar die schon erwähnte Schildkrötenparadies-Quest. Ich habe euch das schon mal erzählt, dass es hier eine gewisse Anzahl von Plakaten in der ganzen Welt verteilt gibt, die wir uns durchlesen können. Und ich habe das halt damals auch noch nicht gemacht, weil ich das alles schön gesteckt haben wollte. So von wegen, weil wir jetzt erst quasi, nachdem wir das erste Mal in Wutai sind, davon erfahren haben. Dann wollte ich halt alles schön in einem Rutsch machen. Das klappt aber sowieso nicht so ganz, weil eins von den Dingern können wir uns an einer bestimmten Stelle bekommen. Also, da hat man nur einmal eine Chance dazu. Deswegen werde ich es kurz davor machen, werde dann quasi... Warum bin ich gleich tot? Was ist denn da jetzt los? Warum ist bei mir ein Counter oben drauf? Ah, natürlich. Das ist der Ringfluch. Geil. Also es ist quasi, ich habe nur eine Minute zu leben pro Kampf. Das ist ja fies. Aber nee, cool. Toxic Power. Bloß nicht übersetzen. Sterben wir jetzt alle? Bam. Ich darf nicht vergessen, das bald mal abzuändern. Aber jetzt nicht. Dann ist mir jetzt so... Boah, gleich 2x-Tränke. Das ist super. So, und zwar müssen wir jetzt einmal hier nach oben. Ich weiß leider nicht mehr selber nicht mehr genau, wohin eigentlich. Töte sie. Schnell. Jetzt will ich sie aber auch alle töten, ne? Weil... Dann kriege ich wenigstens noch ein paar Kills und so. Zack. Zack. Für jeden ein Kill dabei. Dann werde ich Jaffi, wenn wir jetzt ein bisschen im Team behalten, denke ich, weil dann kann ich sie mal vor dem. Achso, das, was wir eben bekommen haben, ne? Zorn der Götter, das ist übrigens ihr letztes Limit Break. Das war es, falls ich es nicht erwähnt hatte damals, was ich aber, glaube ich, getan habe. So, nämlich hier drin ist eine wunderschöne Höhle, ja. Und hier ist Feuer. Da waren wir damals schon mal drin, ne? Aber, meine Freunde, die Leviathan-Schuppen glänzen.
Wir erinnern uns, was wir damals im Unterwasserreaktor bekommen haben. Damals, noch gar nicht so lange her. Vielleicht vor 3, 4, 5 Folgen oder so. Ne? Und damit können wir jetzt hier durch. Können wir ja nicht auch nochmal? Ah ja. Vielleicht ist da sogar was. Ah, da ist sogar noch eine Truhe. Sehr schön. Mit Uritsuru. Das dürfte, glaube ich, eine Waffe für Cloud sein? Fragezeichen. Ich weiß es gar nicht genau. Die Platanschuppen glänzen. Und jetzt haben wir hier das Kernstück, ja, die Materia auch stehlen. Das hört sich erstmal ein bisschen komisch an und das ist tatsächlich auch eine, die ich in meinem ersten Run nicht hatte und auch irgendwie so kaum kenne. Aber es ist eine Materia, die wir verbinden können mit einem Zauber. Und wenn wir quasi diesen Zauber anwenden, dann wird der Gegner gleichzeitig bestohlen. Ohne die Stöhlensubstanz benutzen zu müssen. Eigentlich eine ganz schicke Sache. So, dann kämpfen wir mich nochmal eben hier durch. Dann werde ich Cloud jetzt auch mal erstmal sein. Ach doch, komm, ein Kill kannst du wohl haben. Bam! Ach, das war der Gegenangriff. Geil. Ach, Jaffi. Ich mag dich. Habe ich schon mal erzählt, dass sie noch voll jung ist, ne? Irgendwie 16 oder so. Ich glaube sogar noch. Ich glaube, sie ist sogar noch jünger, wenn ich mich. Kann das sein, dass sie erst 14 ist oder so? Naja. Whatever. Alle sind sie tot. Wir sind eigentlich noch schnell nach unten. Ja, hier wieder weg. Aus dem Gebirge. Damit ich unten speichern kann. Ah, wo kann ich sagen, wo bin ich? Gut, dann haben wir es soweit. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ja, da bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher. Also ich habe ja jetzt, das habe ich jetzt erledigt noch in der Folge hier mit Jaffi. Das wollte ich ja eigentlich machen. Ja. Ich könnte jetzt mit der Hauptquest weitermachen. Es, ja. Da kommt aber auch schon bald der tatsächlich. Na, nicht der Point of No Return. Das will ich gar nicht mal sagen. Ich werde es einfach hier speichern und hier nächstes Mal weitermachen. Das passt schon. Es ist nicht der Point of No Return. Der kommt, der dauert noch ein bisschen. Aber, ich bin am überlegen, wie wir das machen. Na, ich lasse mir auch wieder was einfallen lassen. Weil, obwohl, ich lasse mir was einfallen lassen, habe ich gerade gesagt, ne? Ich lasse mir was einfallen. Ich weiß gar nicht, wie viele Sidequests jetzt eigentlich noch fehlen. Also nächstes Mal werde ich, glaube ich, erstmal, wo ich das wieder sehe, erstmal meine ganzen Waffen verkaufen, ne? Und mal so ein bisschen umrüsten und so. Aber, das dürfte ja eigentlich nicht so lange dauern. Gut, dann sagen wir einfach mal bis zur nächsten Folge. Ich werde mal gucken, was wir da machen und passt schon. Bis dahin. Ciao.